Wir waren zu Höchstzeiten bis zu 500 Leute. Das kann sich wohl sehen lassen in diesem Welt. Leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land. Jetzt haben wir eine Rede von Soziologe Andreas Kemper, bekannter AfD-Experte. Ja. Ja, hallo. Mein Name ist Andreas Kemper, ich bin Soziologe und ich befasse mich seit 12 Jahren jetzt jeden Tag mit der AfD. Ich habe 2013, also vor 11 Jahren, ein Buch geschrieben zur AfD. Und vor dieser Partei gewarnt, weil diese Partei eine sozialfeindliche und demokratiefeindliche Partei ist. Ne, ich freue mich unglaublich, dass jetzt so viele Menschen auf Demonstrationen gehen. Das ist total toll und ich habe mir gedacht, das hätte schon viel früher passieren müssen. Aber natürlich freue ich mich, dass jetzt so viele Leute da sind und ich hoffe, dass das nicht einbricht, dass es weitergeht. Wir sind jetzt dabei, die AfD runterzudrücken. Die AfD war bis vor kurzem noch bei 22%. Jetzt ist sie bei den letzten Umfragen auf 18% runtergestürzt. Ich glaube nicht, dass das jetzt so weitergeht, dass jeden Monat die 5 Prozentpunkte verlieren sollte, weil dann wäre die im halben Jahr nicht mehr da oder im Minusbereich. Ja. Aber es ist halt auf jeden Fall was machbar. Und ich denke, was getan werden muss gegen die AfD, ist, dass die Menschen gegen die AfD auf die Straße gehen. So, ich, wie gesagt, ich beschäftige mich seit 11 Jahren damit und trotzdem habe ich jetzt auch die Frage, warum nicht früher? Warum wird jetzt erst dagegen protestiert? Vor 11 Jahren war das so, dass die AfD gegründet wurde von einem Wirtschaftsprofessor, der den Sozialstaat abschaffen wollte. Alleine das hätte schon ausreichen müssen, um auf die Straße zu gehen. Bernd Lucke. Mit dabei war Konrad Adam, ein rechtskonservativer Publizist, der damals argumentiert hat, man kann den Menschen, die arbeitslos sind, denen kann man das Wahlrecht entziehen. Auch dagegen hätte damals schon protestiert werden können. Es gab damals 2014 im größten Landesverband der AfD einen Vorsitzenden, der ein Buch geschrieben hat, wo er gefordert hat, der Parlamentarismus muss abgeschafft werden, weil der Parlamentarismus die Arbeitsscheuen fördert. So, das hat dazu ein Buch geschrieben und der war 2014 schon der Chef vom größten Landesverband der AfD hier in NRW. So, die Anschubfinanzierung der AfD war von Anfang an von August von Finck. August von Finks Vater hat schon Hitler finanziert, August von Finck Junior hat dann die AfD mitfinanziert. August von Finck Junior hat in seinem Unternehmen, also ist Milliardär, ist vor kurzem gestorben, er war einer der reichsten Deutschen, er hat dort Degusser Goldhandel aufgebaut, ein Unternehmen, was gleichzeitig auch eine Ideologieschmiede war, wo die Leute, die dort gearbeitet haben, gefordert haben, dass der Neoliberalismus noch sehr viel neoliberaler werden soll. Das geht so weit, dass sie gesagt haben, eigentlich brauchen wir gar keinen Staat mehr. Eigentlich soll alles komplett privatisiert werden. Polizei, Gesundheit, Bildung, alles komplett nur noch Unternehmen. Keine Demokratie mehr, keine Arbeitnehmerrechte mehr. Das war das Ziel von August von Finck. Und dort sind dann Leute groß geworden. Also der hat ja nicht nur die AfD finanziert. Dort sind Leute groß geworden wie Markus Krall. Der war dann später der leitende Geschäftsführer von Degusser Goldhandel und auch der fordert in seinen Büchern, entzieht den Menschen, die Geld vom Staat erhalten, das Wahlrecht. Es sollen nur noch die Leute wählen dürfen, die kein Geld vom Staat erhalten, also BAföG-Empfänger, Arbeitslose, Menschen, die Wohngeld bekommen oder Menschen, die in subventionierten Betrieben arbeiten, auch die sollen kein Wahlrecht mehr haben. Ne? Der ist da groß geworden und Markus Krall baut jetzt eine neue Partei auf, die Werteunion, und er baut diese Partei auf, um als Mehrheitsbeschaffer für die AfD da zu sein. Markus Krall ist aber nicht alleine. Markus Krall ist zusammen mit einem Hans-Georg Maaßen. Und Hans-Georg Maaßen, das war der
Präsident des Verfassungsschutzes. Der Bundespräsident des Verfassungsschutzes, der arbeitet jetzt mit Markus Krall zusammen und baut diese Werteunion auf. Und jetzt sind wir schon bei einem Grund, warum erst jetzt so große Demonstrationen sind. Der Verfassungsschutz war von 2012 bis 2018 in der Hand von Hans-Georg Maaßen, der jetzt die AfD mit fördert. Aber nicht nur der Verfassungsschutz ist schwierig, auch die Medien waren schwierig. Ne, da ist zum Beispiel die Springerpresse zu nennen. Es gab damals jemanden, der hat sehr viele Artikel geschrieben. Die meisten Artikel überhaupt zur AfD, war immer total gut informiert. Thomas Lachmann hieß der, und der hat für die Welt geschrieben, ne, und hat dann 2014, 2015 hat er dann der AfD angeboten, als Berater tätig zu sein. Er hätte dann gerne 4.000 Euro im Monat, das sollte aber nicht bekannt werden, weil er weiterhin als objektiver Berichterstatter für die Welt schreiben soll. Als das rausgekommen ist, ist er natürlich gefeuert worden. So jemand kann man da nicht mehr unterstützen. Und er hat dann als Medienberater für Björn Höcke gearbeitet. Ja, das heißt, auch die Medien haben sich damals sehr problematisch verhalten. Verfassungsschutz hat sich problematisch verhalten, die Medien haben sich problematisch verhalten. Und das wurde immer wieder die AfD verharmlost. Ich habe jetzt eigentlich nur berichtet über diese Leute, die den Sozialstaat und die Demokratie abschaffen wollten. Schlimm genug. Aber 2013, im Frühling 2013, also ziemlich genau vor 10 Jahren, sind schon Andreas Kalbitz und Björn Höcke, ausgewiesene Faschisten mit einer ganz klar faschistischen Vergangenheit, in die AfD eingetreten. Und damit hat dann auch sehr schnell der Faschismus in der AfD immer mehr Macht gewonnen. Kalbitz und Höcke waren dann schon 2014 Landesvorsitzende, der eine in Brandenburg, der andere in Thüringen, und haben dort dann immer mehr dafür gesorgt, dass ihre Parolen, dass ihre Ideologie sich durchsetzt. Mit Erfolg. Bei Björn Höcke ist dann noch zu sagen, dass er 2011, 2012, als er Lehrer war, wir haben ja kurz vorhin das schon gehört, er ist ein Geschichtslehrer, verbeamteter Geschichtslehrer, dort hat er Texte geschrieben unter Pseudonym, also auch sehr feige. Er hat sich nicht getraut, unter seinem Klarnamen zu schreiben, unter dem Pseudonym Landolf Ladicht, in einer Neonazi-Zeitung, bei einem der gefährlichsten Neonazis in Deutschland, bei Thorsten Heise aus Thüringen, der mit dem NSU zu tun hatte, der den NSU aus der Landes bringen wollte, den nationalsozialistischen Untergrund aus der Landes bringen wollte. Und dort hat Björn Höcke unter dem Pseudonym Landolf Ladicht den Nationalsozialismus verherrlicht, hat gesagt, es gab 2 Angriffskriege auf Deutschland, die geführt wurden gegen Deutschland, weil die Deutschen so fleißig waren und so formbestimmt waren. Aber beim Zweiten Weltkrieg sei noch hinzugekommen, dass sich staatlicherseits im Nationalsozialismus die erste Antiglobalisierungsbewegung staatlicherseits entwickelt habe, die so toll gewesen sei, dass wenn ihr mehr Friedensjahre vergönnt gewesen wäre, sie sich automatisch auf andere Länder ausgedehnt hätte. Es gab keine Antiglobalisierungsbewegung im Nationalsozialismus. Die, die gegen den Internationalismus waren, im Nationalsozialismus, das waren die, die vom Internationalismus gesprochen haben und dann das Judentum meinten. Es gab nur eine Bewegung gegen das internationale Judentum, und das hat Björn Höcke damit gemeint. Und er hat dann weiter gesagt, aber die Glut von den Menschen, die damals da zerschlagen worden sind, also die Nationalsozialisten, die ist heute noch da, und wir müssen auf eine Revolution hoffen, die wird demnächst kommen. Das müssen wir vorbereiten, und dann kommt unsere Stunde, und dann können wir diese Glut wieder entfachen. Das ist Björn Höcke. Und er wird immer noch verharmlost. Ich denke, dass in den Medien Björn Höcke tatsächlich bei allen immer noch verharmlost wird. Die AfD ist nicht nur gefährlich, weil es eine Machtübernahme geben könnte. Und das ist tatsächlich wirklich inzwischen auch real. Also auch wenn die jetzt 33% kriegen würden in Thüringen, und das ist sehr realistisch, dann hätten sie sehr viel Macht. Dann könnten die zum Beispiel auch verhindern, dass ein neuer Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz gewählt wird und so weiter. Sie hätten sehr viel Mitspracherecht. Es ist nicht weit davon entfernt, dass sie tatsächlich an die Macht kommen. Aber das ist nicht das Einzige. Es gibt ja auch noch sowas wie Anschläge. Die Anschläge, die rassistischen Anschläge haben zugenommen, seit die rassistische Ideologie zugenommen hat. Wir haben jetzt gerade in Hessen den Abschlussbericht von dem schrecklichen Attentat in Hanau. Vor 4 Jahren, am 19. Februar 2020, fast genau vor 4 Jahren, ist fast der Jahrestag, hat ein psychisch verwirrter Mensch in 2 Shisha-Bars 10 Menschen mit Migrationsgeschichte erschossen. So.
Das war nicht der einzige Anschlag. Es ist jetzt herausgekommen in diesem Abschlussbericht, dass er sich einen Tag vor diesem Attentat ein Video angeschaut hat von einer Rede von Björn Höcke bei Pegida. Es gibt einen Psychiater, der dann gesagt hat, wir dürfen nicht sagen, dass Menschen, die psychisch erkrankt sind, gewalttätiger sind als andere Menschen. Das stimmt nicht. So. Aber wenn Menschen eine paranoide Schizophrenie haben und in einer Wahnwelt leben, wie dieser Täter, dann kann es passieren, dass ein rassistischer Fanatismus mit ganz viel Verschwörungsideologien sich in diese Wahnwelt hineinwuchert wie ein Krebsgeschwür. Und genau das ist passiert. Das heißt, mit rassistischer Ideologie wird auch das passieren, dass es immer mehr rassistische Anschläge gibt von irgendwelchen Menschen, die denken, sie tun damit etwas Gutes. Diese Wahnhaftigkeit ist auch im Fanatismus zu sehen. Von Björn Höcke, von Kalbitz, schon Goebbels hat damals gesagt, wir müssen den Fanatismus stärken. Wir müssen die Jugend fanatisch machen. Und Fanatismus ist ein Begriff, der kommt aus dem, glaube lateinischen, griechischen, ich vertue mich da mal mit, auf jeden Fall. Es ist ein sehr alter Begriff und der meint sowas wie so ein Tempel oder wie ein Feuer, Fahnung. Und so muss man sich das auch vorstellen, so muss man sich Fanatismus vorstellen. Es sind Menschen, die leben in einer Welt, die ist für sie heilig, drumherum ist alles Alltagsprobleme, das interessiert gar nicht mehr. Sie leben für eine Endlösung, für ein Ziel. Das drumherum, das ist das Profane außerhalb des Tempels. Und dieser Fanatismus, der ist das Gefährliche. Der soll gestärkt werden. Die wollen vor allem die jungen Leute in die AfD reinziehen und dann fanatischer machen. Dass sie eben denken, alle Alltagsprobleme lösen sich, wenn wir eine Endlösung haben. Und dieser Fanatismus geht aber tatsächlich auch eher einher mit Plänen. Wir haben jetzt ja gehört, das Korrektiv hat das ja bekannt gemacht, dass es in Potsdam einen Masterplan gab. Einen Masterplan, in dessen Mittelpunkt eine Musterstadt stand. Der Masterplan von Martin Sellner war, ich erzähle euch, wie wir das schaffen, 15 Millionen Menschen aus Deutschland zu deportieren. So remigrieren hat er gesagt, aber es geht natürlich um Deportation. 15 Millionen Menschen sollen deportiert werden. Das geht aktuell nicht. Das hat auch Maximilian Krah gesagt. Maximilian Krah ist der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahlen. Der hat auch in seinem Buch geschrieben, ja, 15 bis 25 Millionen Menschen in Deutschland sind problematisch, aber wir können die jetzt nicht einfach so abschieben. Einige haben keinen Pass, andere haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Dann gibt es Menschen, die kommen aus Ländern, da ist Krieg, da können wir auch nicht hin abschieben. Und er, also Maximilian Krah, hat dann gesagt, okay, dann machen wir das so, dann kürzen wir einfach das Sozialgeld, kürzen wir Bürgergeld, dann wird Deutschland so unattraktiv für Ärmere, dann machen wir das so rum. Aber Martin Sellner hat gesagt, wir machen das über eine Musterstadt. Wir bauen in Afrika eine deutsche Musterstadt. So. Und das ist leider auch in den Medien noch viel zu wenig bekannt geworden, was das eigentlich heißt. Eine deutsche Musterstadt in Afrika. Es wurde viel geredet von Madagaskar-Plan, von Theresienstadt. Das passt nicht so ganz. Also ich glaube nicht, dass die AfD jetzt die Geflüchteten oder die Menschen mit Migrationsgeschichte alle wirklich vernichten will. Sie wollen die weghaben. Ich weiß nicht, was bei denen in den Köpfen... Also die wollen die auf jeden Fall weghaben. So ein Weghaben, das geht dann eben mit so einer Musterstadt. Es wird in Afrika eine Stadt gebaut, da dürfen die Migranten auch selber mit anfassen. Sie dürfen dann diese Musterstadt bauen mit 2 Millionen Menschen erstmal, so groß wie Berlin. Und dorthin können alle Menschen dann deportiert werden. So. Das klingt sehr unrealistisch, aber wenn man sich jetzt anschaut, was jetzt gerade Australien macht, in Australien ist das schon so, die deportieren Menschen auf eine fremde Insel außerhalb von Australien. Großbritannien führt gerade Gespräche mit Ruanda. Großbritannien hat vor, Menschen nach Ruanda abzuschieben. Die CDU hat in ihrem Entwurf ihres Grundsatzprogramms gesagt, wir brauchen einen sicheren Drittstaat, irgendwo im globalen Süden, wahrscheinlich Afrika, mit dem wir dann aushandeln, dass alle Asylanträge in Europa dann nicht mehr in Europa gestellt werden, sondern diese Asylanträge sollen nur noch in Afrika gestellt werden. Und bei positivem Entscheid, wenn die Menschen dann anerkannt sind als Geflüchtete, anerkannt sind als
Asylanten als Geflüchtete, die einen Asylantrag tatsächlich verdient haben, dann dürfen diese Menschen in Afrika bleiben. Es sollte niemand mehr nach Deutschland kommen. So, und auch selbst in der SPD gibt es inzwischen mit dem Seeheimer Kreis in Thüringen ganz ähnliche Vorschläge. Ja, das heißt, es gibt tatsächlich ganz real in allen möglichen Parteien Vorschläge, solche Musterstädte aufzubauen. Und das wäre der Schritt 1 für die Deportationspläne von Martin Sellner und von der AfD. Die AfD hat schon 2021 einen Antrag gestellt im Bundesparlament, dass die Entwicklungspolitik komplett abgeschafft wird und ersetzt wird dadurch, dass man Städte mietet, dass man Städte aufbaut in Afrika und dort dann halt die Entwicklungspolitik macht. Das heißt, das ist halt das Gefährliche. Also schaut euch an, was da passiert mit diesen Musterstädten, was da passiert mit diesen Migrationsgeschichten in Afrika. Ich vergleiche halt eher diese Musterstadt von Sellner mit den Konzentrationslagern, die es im deutschen Kolonialismus gegeben hat. Auch Deutschland hatte eine Kolonialgeschichte. In Deutsch-Südwestafrika gab es damals, noch lange vor dem Zweiten Weltkrieg, gab es damals Konzentrationslager, wo die Menschen eingesperrt wurden, wo sie dann für sklavenartig halt arbeiten mussten. Und diese Geschichte, die ist wichtig. Ich komme jetzt zum Schluss. Noch ein Satz, noch mal kurz zum Fanatismus. Zum Fanatismus. Ihr kennt das wahrscheinlich, viele von euch kennen das, dass ihr Gespräche habt mit Familienmitgliedern, auch das wurde ja vorhin angesprochen, mit Familienmitgliedern, mit Leuten im Betrieb und so weiter, aus dem Freundeskreis, die überlegen, die AfD zu wählen oder wirklich die AfD zu wählen. Ich habe davor gewarnt, vor dieser Strategie denn der Fanatisierung gewarnt. Wenn die Leute da erstmal drin sind, kommen die schlecht raus, weil die AfD will diese Leute fanatisieren. Deswegen sind Gespräche total wichtig. Aber es ist nicht okay, die AfD zu wählen. Es ist nicht einfach so, dass dort ein demokratisches Recht wahrgenommen wird. Es ist nicht auch nicht einfach ein Kavaliersdelikt, sondern die AfD zu wählen, damit macht man etwas sehr Schlimmes. Ich vergleiche das damit, dass ich sage, man schlägt keine Kinder, man quält keine Tiere und man wählt keine AfD. Danke. Vielen Dank, Andreas.